Sag mal, was du siehst. Was macht denn der da? Ich bestreite, Digga, der ist... Der ist voll in seinem Film, oder? Achte mal, guck mal bitte hinten. Siehst du das? Ich sehe es hier nicht. Was ist da? So eine Teekanne. So. So aus wie Kakteen. Kakteen, ja. Michi, Mescalin. Wieso Mescalin? Du kannst ja die Kakteen trocknen, verarbeiten und das zum Tee machen. Und alles zartes Zeug. Oh, Moment. Die Seminarleiterin. Okay. Die Teilnehmerin sind drin. Weist ihren Platz zu. Was? Jetzt will sie ihr den Tee geben, oder was? Dein Ernst? Oh, shit. Okay. Dem geht's halt auch gar nicht gut. Was macht denn der jetzt? Ich glaube, der kommt gerade gar nicht klar. Ey, die hat eine Spritze. Wow, wir müssen rein. Rein. Geh durch. Hey! Spritze weg! Hast du mich? Spritze weg! Hier, alles gut? Ich habe noch einmal zur Seite gesetzt. Gehst du mir? Hoch! Ab, mal sieben. Zu euch. Und sie bleiben da stehen. Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken! Haben Sie Mescalin gegeben? Wir brauchen unbedingt eine RTW. Unsere vermisste Person, Frau Tamara Mangold, konnten wir leider Gottes hier nicht antreffen. Wir müssen auch davon ausgehen, dass sie ebenfalls unter Drogen gesetzt wurde und höchstwahrscheinlich auch hilflos irgendwo ist. Nach dem Abbruch der zweifelhaften Seminarstunde wollen die Beamten Vera Gärtner auf den Zahn fühlen. Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminaloberkommissar Vincent Berger sind gerade eingetroffen und unterstützen die beiden. Ich verstehe wirklich nicht den ganzen Aufriss. In anderen Völkern ist das vollkommen üblich, dass man sich mit natürlichen Substanzen das Bewusstsein erweitert, ja? Schauen Sie mal, Frau Gärtner, Sie haben da scheinbar eine völlig falsche Einschätzung, was diese Drogen angeht und die kurzfristigen und langfristigen Schäden. Aber darum geht es uns ja jetzt gerade hier nicht. Da werden sich andere Kollegen sich mit Ihnen noch in Verbindung setzen. Wir suchen die Tamara Mangold. Wo ist denn die? Wer soll das sein? Sind Sie sicher, dass Sie sie nicht gesehen haben? Sie ist nicht hier. Was ist denn hier drin? Bitte, warum wollen Sie denn jetzt an, mein privates Eigentum? Ja, so viel privates Eigentum ist ja hier sowieso nicht, wenn Sie sich mal umgeschaut haben. Aber hier sind, dieser Schrank ist offen und der ist abgeschlossen. Also, haben Sie Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Frau Gärtner, ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut. Wir haben erstens eben Durchsuchungsbeschluss. Entweder brechen wir das auf, das dürfte jetzt nicht das Problem sein mit drei Männern hier. Oder wir machen das eben mit dem Schlüssel, gucken da rein, was da los ist. Also wir können sich jetzt aussuchen, wie Sie das machen. Option A oder B. Jesus, bevor Sie es aufbrechen. In einem abgeschlossenen Schrank konnte ich eine Verzichtserklärung finden, die offenbar jeder Seminarteilnehmer unterschreiben muss. Und Frau Mangold hat da unterschrieben. Das heißt, sie war auf jeden Fall Teilnehmerin des Seminars. Zusätzlich war auch noch in dem Schrank ein Handy zu finden. Das war leider ausgeschaltet. Aber aufgrund der Hülle gehen wir davon aus, dass es einer Frau gehört hat. Und die KTU wird uns dann noch die Ermittlungsergebnisse mitteilen, wem das Handy wirklich gehört. Was für einen Grund haben Sie denn, uns anzulügen? Das ist irgendein schlechter Scherz. Meine Telefone liegen alle vorne im Körbchen, die ich eingesammelt habe. Also so, wie sich die ganze Sache hier entwickelt, halte ich es für üblich, dass Sie da mit drinstecken in Ihrem Verschwinden. Halten Sie sie irgendwo hier gefangen? Jetzt werde ich, also das ist wirklich immer, jetzt werde ich doch der Entführung bezichtigt. Ja, das halte ich wirklich für, ist das nicht Rufmord? Das hat mit Rufmord nichts zu tun. Das sind hier eindeutige Indizien und Beweise, die ich gerade in den Händen halte. Ich weiß nicht, wo sie ist und ich wollte nicht, dass das alles so aus dem Ruder läuft. Ich habe mir das auch alles anders vorgestellt. Das ist heute ein bisschen... Die neuen Infos, die wir von der Leitstelle bekommen haben, die haben uns natürlich vor 9 weiteren Fragezeichen gestellt. Frau Mangold wurde in einem Baumarkt gesehen mit einer weiteren unbekannten männlichen Person, zu dem auch ein Phantombild existiert. Allerdings besorgt uns die Tatsache, was sie dort wohl gekauft haben sollen, und zwar Panzerband und Kabelbinder. Ja, wir haben jetzt hier einen weiteren Tatverdächtigen. Die Frage ist jetzt für uns, ist Frau Mangold an einen Komplizen von der Frau Gärtner geraten und man möchte dieses Drogenseminar vertuschen, weil das den Ruf schädigen würde? Oder da sie Drogen genommen hat, wird sie wahrscheinlich nicht zurechnungsfähig sein und ist an irgendeinen Psychopathen gelangt und sie ist in Lebensgefahr. Ich weiß, Sie glauben ihr vielleicht nicht, weil Sie glauben mir anscheinend hier gar nichts.
Aber ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Okay, ich würde vorschlagen, wir nehmen sie mit auf die Wache. Kriminalhauptkommissarin Sabine Dietz übernimmt die Vernehmung der Verdächtigen und setzt sofort die Daumenschrauben an. Wo ist Frau Mangold? Was ist mit Frau Mangold passiert? Gut, Frau Gärtner, wenn Sie nicht reden wollen, dann kommen wir jetzt zu den Laborergebnissen. In dem Tee zur Bewusstseinserweiterung wurden neben dem ohnehin illegalen Mescalin chemische Zusatzstoffe festgestellt. Eine Überdosierung des Gemischs löst Halluzinationen und Horrortrips aus und kann zu bleibenden Schäden führen. Die Teilnehmer wussten das nicht. Ich habe ihnen gesagt, dass alles total bio wäre und rein natürlich. Aber ja, das Ding ist, bei den Kakteen, ja. Bei den Kakteen wurde ich selber übers Ohr gehauen. Die Mixtur hat überhaupt nichts gebracht. Und was wäre bitte ein bewusstseinserweiterndes Seminar ohne Bewusstseinserweiterung? Die Teilnehmer hätten ihr Geld zurückverlangt. Die wären enttäuscht gewesen. Die wären nie wiedergekommen. Und ich habe mit dem Einkommen festgerechnet. Und dann habe ich nachgeholfen. Frau Mangold war schon psychisch vorbelastet. Und wenn sie diese Mixtur jetzt genommen hat, ist sie in höchster Gefahr. Wir müssen sie finden. Franziska Mangold ist mit den vermissten Fahndern in einem Wald nahe des Seminarhauses unterwegs und hofft, ihre Schwester noch lebend zu finden. Tamara! Frau Mangold! Tamara Mangold wird seit mehreren Tagen vermisst. Wir haben keine Spur von ihr. Wir suchen diesen breitflächigen Wald ab, um das Leben von Tamara Mangold zu retten. Der wichtigste Faktor ist Zeit und die haben wir hier nicht mehr. Die Bedingungen werden halt immer schlechter, die Nächte werden kälter. Es sind schon 4 Tage vergangen, die Dame hat Drogen verabreicht bekommen. Das heißt, wir müssen auch langsam Ergebnisse liefern. Wer ist dieser Mann? Ist das ein Komplize von Ihnen? Nein, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Sie arbeiten nicht mit dem zusammen? Nein, ich arbeite alleine. Und das war auch kein Seminarteilnehmer. Ich habe den wirklich noch nie gesehen. Ich versuche mich daran zu erinnern, aber ich habe den noch nie gesehen. Frau Mangold befindet sich wahrscheinlich in größter Gefahr. Sie wollte Ihre Hilfe und Sie haben sie zusätzlich in Gefahr gebracht. Ich weiß nicht, wo Tamara Mangold ist. Ich weiß es wirklich nicht. Zurück zu dem Suchtrupp. Siehst du das? Sie macht einen Wohnwagen hier. Wir sind mitten auf dem Weg? Hat er vielleicht eine Panik? Wir müssen da aufpassen, wer was das für einer ist. Ja. Hat der Messer? Hallo, die Polizei. Hey! Zeigen Sie uns Ihre Hände zeigen. Messer weg. Messer weg. Nee. Legen Sie es auf den Boden. Auf den Boden mit dem Messer. Auf den Boden mit dem Messer. Ich hab doch alles gemacht! Legen Sie es auf den Boden oder ich leg Sie auf den Boden. Stock auch weg. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Mike Seidel. Übernachte hier. Was wollen Sie überhaupt hier? Opa. Was soll das? Das sind doch Sie. Das sind doch Sie. Schauen Sie mal. Ja und? Diese Dame, Frau Mangold, wird vermisst seit mehreren Tagen. Frau Mangold wurde nämlich an einem Baumarkt mit Ihnen gesehen. Ja, aber was hat die Frau denn gemacht, dass hier so eine Menschenjagd stattfindet? Mit Polizei und allem. Die Frau hat gar nichts gemacht, sie ist kein Sträfling, sie wird einfach nur vermisst. Und wir suchen sie. Verstehen Sie das nicht? Ja, ja, ich habe vor 3 Tagen die Frau gesehen. Drüben im Wald, ganz hinten drin. Die war halbnackt und total durcheinander. Und hat immer nur geschrien, keine Polizei, keine Polizei. Ja, und was dann? Haben Sie die einfach laufen lassen, oder was? Sie war bei mir. Und sie... Sie war wirklich nicht besonders stabil. Sie hat nach der Einnahme meiner Mixtur hatte sie Halluzinationen und sie hat rumgeschrien und sie hat sich überhaupt nicht eingekriegt und dann ist ich habe versucht sie irgendwie runterzubringen, dann ist mir die Hand ausgerutscht und ich habe ihr 2 Ohrfeigen gegeben, weil ich dachte, vielleicht kommt sie davon runter. Ja, es hätte ja sein können und das hat es aber nur noch schlimmer gemacht. Sie hat weiter rumgeschrien und dann ist sie weggelaufen. Sie ist in den Wald gerannt. Und ich dachte, okay, vielleicht kommt sie wieder, wenn sie sich erholt hat an der frischen Luft. Aber sie ist nicht wiedergekommen. Kann es denn sein, dass Frau Mangold alleine
bei den Temperaturen, sodass ihr was passiert, dass sie nicht überlebt. Das ist meine Schwester. Bitte, wenn Sie irgendwas wissen, dann sagen Sie das, weil ich mache mir schreckliche Sorgen um Sie. Bitte kommen Sie mit, aber nicht so dicht, ja? Ja. Hat der Mann Tamara Mangold etwas angetan? Die Besorgungen im Baumarkt lassen darauf schließen. Tamara, es ist alles gut. Dir? Die 39-Jährige leidet immer noch unter den Folgen des Drogenrauschs und erkennt nicht einmal ihre jüngere Schwester Franziska. Und Panzertape und das ganze andere Fesselmaterial, was Sie im Baumarkt gekauft haben? Ja doch, aber das ist nicht der neueste Wagen. Da oben im Dach, da sind kleine Löcher und hier ist kalt und regnet manchmal rein. Für mich ist das in Ordnung, aber auch nicht für Sie. Tamara, ich bin's. Deine Schwester Franziska. Deine kleine Schwester. Ich bin's, Franzi. Unser Unbekannter war hier keine Gefahr für die Tamara Mangold, sondern ihre Rettung. Er hat die Polizei nicht gerufen, was noch zu verschmerzen ist, aber es wäre schön gewesen, wenn er wenigstens einen Arzt hätte aufgesucht oder halt einen RTW gerufen, damit sie hätte ärztlich versorgt werden können. Für Tamara Mangold geht es direkt ins Krankenhaus. Die Chancen stehen gut, dass ihr Erinnerungsvermögen vollständig zurückkehrt. Seminarleiterin Vera Gärtner muss sich wegen schwerer Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.